Hallöchen, meine Reiter der Apokalypse und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darksiders 2. Wir haben das letzte Mal einen Miniboss besiegt und haben uns eine Waffe verdient, die wir noch nicht benutzen können. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur noch zwei Level. So, und hier ist wieder ein Kistchen. Okay, wieder ein Hammer, den wir nicht brauchen, weil er nicht gut ist. Ach, die kann man auch zerstören. Ah. Oh ja, können wir gut gebrauchen. Man kann doch irgendwie so ein Kombi machen. Aber irgendwie kriege ich die Kombi nicht mehr hin. Sehr komisch. Naja, egal. So, wir holen natürlich so viel wie möglich. Allerdings nicht alles. Es wird wieder kein 100% Run. Aber das müsstet ihr ja von mir gewohnt sein. So. Ah. Wenn ich langsamer drücke. Okay, wenn ich langsamer drücke, dann geht's. Dann kommt die Kombi. Muss ich mir merken. Aber werde ich wahrscheinlich mir eh nicht merken. Okay, das sieht doch auch wieder so nach einer wichtigen Stelle aus. Aber wir holen uns natürlich erstmal die Kiste. Schaden schnell. Was? Faustschild? Nehmen wir mal mit und gucken es uns an. Ah, ich drücke immer den falschen Knopf. So. Faustschild. Ja gut, das ist aber nicht so... nicht so gut. Aber interessant, dass es auch sowas gibt. Da ist noch eine Tür. Die wir nicht öffnen können. Okay. Dann ist hier ein ominöser Schalter. Der gar nicht auffällt. Und den wir wahrscheinlich niemals drücken müssen. Denn so funktioniert das Spiel. Nee, natürlich müssen wir es drücken. Aber ich wollte natürlich mich erst wieder umschauen. Na, ob das kein Fehler war. Der Kessel ist geschafft. Ah. Ah. Kein Boss? Nichts? Really? Ich darf einfach gehen? Willst du mich verarschen? Und wo geht's hier raus? Moment, wie kann ich... wie kann ich... Ich kann irgendwie nicht nach unten. In die Ebene 2. Ich habe Angst, da runter zu springen. Aber nun gut. So, wo ist der Ausgang? Da ist noch eine Kiste. Genau hinter mir. Da muss es doch einen Weg dahin geben. Die will ich mir natürlich noch mitnehmen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt den Kessel so plötzlich abschließen. Ich meine, Bossfight hatten wir ja, aber ich habe eher gedacht, das ist ein Zwischenboss. Dass das dann der Hauptboss ist oder mehr oder weniger. Wo ist die Hallo? Kiste? Ach, das ist keine Kiste. Das ist einfach nur ein Stück... Okay, das hat nicht funktioniert. Wie komme ich hin? Wie komme ich da hin? Ach, von da oben. Muss ich da hoch?
Nee. Hä? Ich hätte schwören können, dass ich da an so einen Pfeiler ran muss. Ach, Moment, wenn ich ja von da oben springe, dann müsste ich eigentlich hinhauen. Ja. Aber hier ist noch eine Kiste. Ah, hier ist die Kiste. Oh, jetzt sind wir. Ist das gelb oder orange? Okay, wir sind Holländer. So wie es aussieht. So, und da ist auch der Ausgang, sehe ich gerade. Sehr nice. Mal gucken, was der Bub sagt. Wahrscheinlich hat er jetzt mit einer Riesenmeute an Gegnern zu tun. Hallo, Bub. Oh, er steht ganz ruhig da. Hallo. Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein, ist egal. Du hast getan, was ich nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Alia überbringen. Ja, die guten. Wie es guten betont hat, fand ich schnell reisen zu entdeckten Orten auf der Karte drücken. Nee. Sollen wir... Na komm, wir... Wenn uns das Spiel das anzeigt, dann machen wir das natürlich. Da will ich aber hin. Hä? Gießerei. So. Hä? Achso. Und kann ich auch dahin schnell reisen? Nö. Schade. Da kann ich auch nicht schnell hinreisen. Aber da könnte ich schnell hinreisen. Okay. Errungenschaft freigeschalten. Fährtensucher. Tort. Was? Hey, das war so schnell weg. Ah, Moment. Vielleicht können wir, haben wir neue Fähigkeiten. Ich habe gesehen, wie das Feuer sich von dort ausbreitete, Reiter. Sag mir, sind da noch Augenbrauen unter dieser Maske? Vielleicht habe ich auch gar kein Gesicht mehr. Ah, Mist, das reicht natürlich nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Na, wer kennt den Insider? Mist. Naja, schade. Aber lässt sich nicht ändern. Dann gehen wir mal zu der Frau mit den Riesenmüpsen. Und dem schönen Charakter. Und schauen uns an, was sie zu sagen hat. Beziehungsweise hören uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Schauen tun wir uns natürlich die Brüste. Auf die Brüste. Die sind nämlich sehr ablenkend. Hallo. Hallo. Hey, Reiter. Das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch. In der Schmiede brennt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht dein Laufbursche, Erschafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Erlösung. Eine mächtige Pistole, die Todsbruder Streit gehört. Wie hießen unsere Pistole bei Darksiders 1? Hieß die nicht auch Erlösung? Wenn ja, wie kommt die hierher? Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kam sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen. Und komm wieder. Übrigens finde ich sehr, sehr nice von Tod, dass er dem Bub erwähnt hat, dass er geholfen hat. Obwohl er nicht viel gemacht hat. Also Tod scheint ein richtig guter Charakter zu haben. Was man von Krieg ja damals nicht so behaupten konnte. Dafür war Krieg cool. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Ja. Wir verkaufen aber unser Zeug erstmal, was wir nicht brauchen. Das hier
dass sie... Valus wird das gut gebrauchen können. Alter Scheiß, ist das wertvoll. Es lohnt sich eigentlich schon... Das passt gut zu den anderen. Es lohnt sich eigentlich fast nicht, das zu behalten, weil wir werden ja eh besser, aber egal. Können wir mal ein anderes verkaufen. Valus wird das gut gebrauchen können. Stulpen haben wir nur eine, das brauchen wir. Das passt gut zu den anderen. Hm. Behalten wir mal beide. Das brauchen wir auch alles. Gut. Können wir uns hier irgendwas leisten? Hm. Üble Armklinge, die sieht gut aus. Aber ich würde sagen, wir behalten alles. Also, Stufe aufgestiegen. Die Macht ist größer geworden. Fähigkeitspunkt erhalten. So. Opfer. Bei allen Feinden, die vom Teleportschlag getroffen werden, besteht die Chance, dass sie Feuer fangen. Verursacht alle 0,5 Sekunden 9 Feuerschadenspunkte. Dauert 5 Sekunden. Chance von 25%, um Verbrennung zu verursachen. Ja. Tja, was ist das? Erhöht die Gesundheit der gerufenen Ghule. Erhöht die Ghule-Gesundheit um 4. Ich muss sagen, die Ghule haben ja vorhin geholfen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht gegen Boss. Hm. Was ist denn da das Endpunkt? Todsgestalt verreist. Achso, zerreißt in einem Tornado aus Schutt und Bruchstücken von uralten Knochen. Der Untergang für all jene, die dieses Mal Strom gefangen sind, kostet. Ne, daraufhin. Und was ist da das Ende? Raserei. Tod kanalisiert seine Zornreserven und seine Feinde anzugreifen. Raserei wird abhängig vom verfügbaren Zorn stärker. Kostet Zornpunkte pro Projektil. Komm, wir skillen mal dahin. Was macht das jetzt besser? Hallo? Hallo? Ich hätte gern runtergescrollt, mein Freund. Warum kann ich da nicht runterscrollen? Nächste Stufe. Ich würde das gern lesen. Achso. Mit dem Steuerkreuz. Kostet 300, verursacht 5 Schadenpunkte pro Angriff. Gerufene Ghoul 2. Okay. Machen wir mal das da. Was wäre das nächste? Schaden, die Ghoule verursachten, wird tot als Zornkraft angerechnet. Wiederhergestellte Zornpunkte pro Ghoul-Angriff 1. Das ist nicht schlecht. Fähigkeit Punkt erhalten. Habe ich doch gerade ausgegeben, mein Freund. Falls du es nicht bemerkt hast. Was führt dich zu mir? Ich gehe eigentlich gerade wieder, aber... Lädt es sich auch wieder auf? Ja, gut. Okay. An sich wie die alte, nur ein bisschen langsamer. Ach ja. Hoffentlich kommen Darksiders 3 und 4. Ich würde es so feiern. Vor allem gibt es da unter den Brüdern auch eine Schwester. Und die, auf die freue ich mich schon sehr. Ich spiele eigentlich bei so Computerspielen eigentlich relativ gerne Frau. So. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Hui. Nicht schlecht. Haben wir alles? Gut. Dann kann ich jetzt mal gucken, was er jetzt hat. Weil wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Meteorschlag in der Luft RB. Tod wirbelt sich schnell auf den Boden. Ah. Ein nützlicher Sturmangriff, der die Feinde über Tods Kopf hinweg schicken kann. Ah, auch nicht so gut. Während des Ausweichens nach vorne. Ein Angriff, um die Distanz zu verringern und schwächere Feinde auf den Boden zu werfen. Mhm. Mhm. Ein Angriff, um die Distanz... Aha. Okay. Ich weiß nicht, wo ich investieren soll.
In der Luft. X, X, Pause, X. Oder das. Wir machen mal das hier. Also 1, 2, 3 und... Moment. 1, 2, 3, Pause und... Ach, das ist ja ganz normale Skill-Punkt. Wahrscheinlich bloß auf Stufe 2. Ja gut. Dann, wo muss ich jetzt hin? Ach so, Moment. Die hatte ja noch was zu erzählen. Ah, Hilfe. Die hatte ja noch was über die Tränen zu erzählen. Eieiei, ich lasse mich immer so schnell ablenken. Und diesmal hat sie nicht mal mit ihren Brüsten gespielt. So. Ich bin schon wieder zu Hause, Schätzchen. Was hast du mir noch zu sagen? Oh ja, zeig mir deine Brüste. Oh yeah. Oh, du bist es, Reiter. Hallo, ich will... Hä? Kann ich jetzt nicht mehr mit ihr reden, oder was? Schade. Sie hat wieder mit ihren Brüsten gespielt. Ich hab's genau gesehen. Geht's auch hier mit Asche? Zeig mir den Weg. Oh ja, hier geht's auch. Sehr gut. Es geht also nach da hinten. Na gut. Wir haben ja auch unseren Wegpunkt. Können wir da schnell reisen? Hm, irgendwie nicht. Nee. Schade. Ah, schöner Soundtrack. So friedlich. Hihihi. Schöne Fähigkeit. So, dann schauen wir uns mal den Weg hier an. Moment. Schade. Wie komme ich da nicht mehr hoch, oder wie? Hä? Wie geht's da wieder hoch? Ach so. Was mir wieder zu dem Problem führt, wie ich da rüberkomme. Ich muss wohl darüber. Immer diese Rätsel. Die eigentlich keine Rätsel sind. Aber ich mich immer so schwer tue dabei. So. So wird ein Schuh draus. Es speichert auch wieder. Gott sei Dank. Ah, wieder weite Steppen. So, wo muss ich hin? Dahintere. Sprich mit Karren. War der so weit weg? Na gut. Dann sprechen wir eben mit Karren. Wunderschöne Musik, wirklich. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger, dass ihr das mal auch hört. Halt! Wir haben versucht, das Verderben einzusperren. Aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Ich wollte das Ding da hinten. Menno. Naja, aber wir reden mit ihm erst in der nächsten Folge. Bis gleich in der Endcard. Tja, da haben wir doch den Dungeon endlich mal erfolgreich beendet. Ging relativ schnell, also schneller als ich dachte und auch plötzlicher als ich dachte. Denn der Bossfight in der letzten Folge hat sich eher wie einen Zwischenboss angefühlt als einen Endboss. Aber ich freue mich natürlich, dass wir den ersten Dungeon so erfolgreich bestanden haben und eigentlich ohne größere Probleme. Als nächstes geht's, ja, wahrscheinlich zum nächsten Dungeon, so langsam aber sicher.
Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und abonnieren ist kostenlos und Twitter und Facebook habe ich natürlich auch. Könnt ihr gerne mal nach der Simo suchen, ansonsten sind die Links alle in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!